Willkommen Leute, so wie es aussieht, wurde die Aufnahme zu lang und ich musste sie zweiteilen. Hier ist jetzt der nächste Teil von dem, was ihr wahrscheinlich gestern geschaut habt. Oder ihr könnt binge-watchen, wenn ihr eh jetzt alles im Nachhinein schaut. Viel Spaß dabei. So Leute, ihr könnt ja auch mal dem lieben Imp einfach mal so ein paar Kniebeugen vorschlagen. Vielleicht mit so Hanteln auf der Schulter. Ihr könnt ihm dann auch liebe Grüße vom Gonzo ausrichten. Jetzt einmal auf Insta gucken, seine Nachrichten checken. Vielleicht habe ich ihm Nachrichten hinterlassen und gesagt, Imp, ich bin Krankenpfleger. Nimm mich ernst. Endsport Imp. Ah, der Streamer ist, Moment mal, für einen Poser. Kinder, hier ist eure Milch. Davon werdet ihr groß und stark. Ein radikaler Poser. 5 Kilo müssen auch noch rein. Es fällt auch keinem auf, der neu reinkommt, dass ich Jean-Luc Picard hier habe, ne? Keiner zieht die Verbindung zu Dara. Keiner kommt auf die Idee. Auf dass ich in der nächsten Stunde wieder auf Klo muss. Wir haben es fast geschafft, ein Video zu gucken, ne? Das war jetzt für dich, Leon, genau. Der Song war für dich. Vielleicht ignorieren wir alle Dara einfach. Warum macht er wohl Facepalm, hä? Warum? Er hat gesehen, wo Riker jetzt steht. Er hat gesehen, wo Riker geendet ist. Seitdem ist er aus dem Facepalm nicht mehr rausgekommen. Das ist ein Dauerzustand bei ihm. Wie halte ich die denn jetzt? Final Fantasy 13, auch ein sehr unterschätztes Spiel. Reden wir einfach weiter über Final Fantasy 13. Und warum ich es jetzt doch ganz geil finde, als Trilogie. Besser für den Seelenfrieden. Joker hat nur FF5 gespielt? Wer spielt FF5? Ich habe vor einer Weile Teil 1 durchgespielt. Oh, so. Oh, Teil 1 kannst du wegwerfen von 13. Viel zu langes Tutorial. Da gebe ich dir absolut recht. Da gebe ich dir recht. Im Grunde ist Final Fantasy 13 der erste Teil, das Tutorial für Final Fantasy 13 insgesamt. Das war ein bisschen leiser. Ich finde aber die Trilogie von Final Fantasy 13 finde ich sehr gut. Also die Gesamtgeschichte, wie die sich am Ende so im Twist dann auflöst, das gefällt mir sehr. Und da gehört Teil 13 einfach dazu. Aber Teil 13 alleine macht so wenig Sinn. Und man muss so viel darüber lesen, über die Welt. Erst in Teil 2 und 3 wird über die Welt wirklich was erklärt. Aber dann hat mir es gefallen. Als Komplettpaket. Als eine große Reise und eine Geschichte. Was aber geil ist, ein Final Fantasy 13, ich hab's auf dem PC und mit ein paar Mods kannst du die High-Quality-Charaktere freischalten, die bereits im Spiel sind, aber nur in Nahaufnahmen benutzt wurden. Und die kannst du für das gesamte Spiel freischalten, die haben immer High-Quality. Die sehen einfach aus wie aktuelle Spielfiguren, das ist so geil. Okay, genug Final Fantasy jetzt. Genug. Mein Traum wäre, noch einen Final Fantasy-Kanal machen. Und da kann ich alle Final Fantasy-Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, einfach hochladen. Die hatten alle irgendwas Gutes. Also 13.2 war interessant mit der Zeitreise und Lightning Returns fand ich auch ganz cool.
Es gibt ja einen Datalog im Spiel, aber du musst wirklich alles nachlesen, sonst macht das alles wenig Sinn, was da passiert. So, genug jetzt. Wir machen weiter mit Jill, please. Attention, please. Für Jill. Wer ist Destiny jetzt plötzlich? Ja, aber wenn du es für einen aufklärerischen Aspekt machst, ist das doch vielleicht gar keine so schlechte Sache, oder? Also, wenn du jetzt eine Problem... Ist, also, weiß ich nicht. Ist es nicht eine... Es ist doch jetzt eine gar nicht mal so verkehrte Sache, darauf zu reagieren und zu sagen, ey, das und das ist problematisch, so sehe ich das. Weil sonst wird ja vorgeworfen, ja, was ist denn jetzt nun eigentlich hier, ne, mit dem Film und was sagst du dazu? Warum ist das so problematisch? Und dann reagiert er. Es gibt keinen Blitzball. Wir müssen aufhören mit Final Fantasy. Drauf und sag, was problematisch ist, ist okay. Also das finde ich jetzt nicht verkehrt. By the way, Dara, der Begriff Restream war schon bewusst gewählt. Denn die Einordnung war nicht da. Also wenn in einer Reaction sowas fällt... Ich muss euch ganz ehrlich sagen, was das angeht, bitte lasst das nochmal von jemandem einordnen, der weiß, was das alles ist und was das verursacht und bewirkt oder so. Ich, aufgrund des allgemeinen Framings dieser Dokumentation und der Tatsache, dass der sich selber Faschist nennt, denke ich ja mal, dass das hier auch ins Framing-Muster passt und auch der Mensch, der hier gerade spricht, nicht so wirklich die große Expertise besitzt. Dann sollte man es vielleicht... Moment mal, das reicht doch schon als Einordnung. Also jeder Zuschauer wird ja wohl in der Lage sein, selbst zu denken und ein bisschen nachzuforschen, wenn der Dekadent schon sagt, ich glaube, das ist nicht ganz koscher, da müsst ihr aber noch mal ganz kritisch drauf gucken. Er hat doch nicht gesagt, ja, passt, ja, Deckel drauf, alles gut. Er hat gesagt, ich glaube, das ist hier sehr kritisch, lass das doch mal, seid da mal vorsichtig. Ist doch vollkommen in Ordnung. Welcher Teil war Mystic Quest? Mystic Quest, entweder meinst du das Super Nintendo-Spiel oder du meinst Secret of Mana 1. Das echte Secret of Mana 1. Seiken Densetsu, was als Mystic Quest rausgekommen ist. Das Mystic Quest, das war abseits von Final Fantasy, also vom Super Nintendo. Das ist kein richtiges Final Fantasy. Aber in Japan hieß das Final Fantasy Mystic Quest, oder? SNES. Das ist nicht offiziell Teil von Final Fantasy, aber es hat irgendwo den Beinamen gehabt, Final Fantasy, glaube ich, in Japan. Ich glaube. Ach, die Person im Bild bereut ihre Transition. Okay. So Menschen gibt es natürlich. Vielleicht einfach sein lassen. Es gab den Gameboy-Teil, ja. Das ist keine Einordnung. Ja, gut, aber das, guck mal, das ist jetzt ein Punkt. Ich weiß nicht, wie lang das Ding ging. Aber wenn es nur ein Punkt ist, dann... ja, er konnte jetzt einen Punkt nicht einordnen. Aber es ist jetzt die Frage, konnte er jetzt gar keinen Punkt einordnen oder so? Oder dann im Großen und Ganzen das Ding einordnen? Es gibt einen Grund, weshalb andere Leute darüber ein detailliertes 4-Stunden-Video machen, in dem sie nicht mal den ganzen Film zeigen. Weil es nicht so einfach ist. Karl hat ja sogar selbst gemerkt, dass das überzeugend sein kann. Ich kann mir schon... Das Problem damit, 4-Stunden-Bericht drüber zu machen und dabei kaum den Film zu zeigen, ist, dass der Zuschauer annehmen könnte, hier ist was aus dem Zusammenhang geschnitten. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Part, wenn du halt überhaupt keine Ahnung hast, so wie ich, und dir das anschaust und dass dir das von Andrew Tate empfohlen wird, dass du dann sagst, oh Gott, guck an. Und jetzt müssen wir die Kinder schützen. So. Eine einfache Reaction reicht da nicht. Nur weil Karl den Film 90 Minuten pausiert hat, heißt das nicht, dass das eine gute Einordnung war. Das geht live nicht. Vor allem nicht so unvorbereitet. Da würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass das nicht geht, aber ich kenne den Originalfilm auch nicht. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das nicht auch live geht, das einzuordnen. Dass man zumindest genug vom Framing erkennt, dass man sagen kann, okay, das ist schon Framing, da müsst ihr drauf aufpassen. Auf jeden Fall hatte ich das gesehen, mich privat ein bisschen darüber ausgetauscht, okay, eher darüber gerantet. Und manche von den Leuten, mit denen ich darüber geredet habe, haben sich dann entschieden, darüber zu tweeten. Kircho hat am nächsten Tag davon erfahren, auf Twitter. Und trotzdem wurde es auf die Kircho-Bubble gemünzt. Weil irgendwie kann man es sich einfach nicht vorstellen, dass da jemand anderes als ein Mann dahinter steckt. Dieses konstante Absprechen von Kompetenz. Dass immer wieder über uns drüber geredet wird und wir belächelt werden. Das ist einfach nur widerlich. Oh, Secret of Evermore fand ich auch super. Ich glaube aber, dass Kircho in den Mittelpunkt rückt, nicht weil er ein Mann ist,
sondern weil er extrem penetrant ist und einfach überall und die ganze Zeit lange Videos macht. Linke Macker schreien für mich. Hey DJ, was don't, sich alle, natürlich kannst du dir selber ein Bild machen. Das Problem ist, wenn du nur den Film von Walsh guckst, nur den Film, dann kann es gut sein, dass du ihm auf den Leim gehst, weil der Film so gemacht ist, dass er dich manipulieren soll. Wenn du aber eine ganze Weile mal dir die Sendungen anguckst von Walsh, das ist nun mal ein Amerikaner, das heißt, du musst dir amerikanische Sendungen angucken mit dem, dass du irgendwann siehst, der Kerl ist schon sehr anti und sagt immer so, aus Prinzip würde ich niemals dem und dem zustimmen. Aus Prinzip, weil das die Welt zerstört. Denkst du dir auch, Mann, der Typ ist ein bisschen durch. Der Typ ist einfach der, was er raushaut. Vielleicht ist er auch gar nicht tatsächlich so. Vielleicht sind das seine Statements, damit er im Fernsehen einfach berühmt ist und sagen kann, ich bin strikt nur für die eine Sache und ich bin strikt gegen alles andere. Dass er halt eine klare Linie bildet. Aber das ist nun mal nicht wirklich glaubwürdig. So. Und wenn du das schon weißt, dann würdest du dann an die Doku anders rangehen. Wenn du das nicht weißt, dann wirst du die Doku für voll nehmen, weil eine Doku nimmst du normalerweise für voll. Und manchmal hast du wie bei der Y-Kollektiv-Doku, dass dir jemand einfach mal die ganzen Ausschnitte zeigen muss, damit dir klar wird, okay, das war doch ein ganz anderer Kontext. Also es kann nur gut sein, dass das eine Y-Kollektiv-Doku ist, nur für Matt Walsh. Und da hast du doch gerne mal jemanden, der dir das besser einordnet und sagt, das ist aus dem Kontext gerissen. Wenn man dann schon mal leicht drauf reinfallen kann. Bitte den Rand halten, ja, was das angeht. Wirklich, ich möchte nicht, dass ihr euch über irgendwas lustig macht. Nicht über Sexualitäten lustig macht, über Menschen, die trans sind, Menschen, die hetero, homosexuell sind. Ist ja ganz klar, dass sie als sie bezeichnet werden möchte und nicht als Ens oder so eine Scheiße. Feminismus und ich meine, das ist ja echt mal ein was Lustiges, als dann Hornscheid einfach gesagt hat, ins Käufens und ins Einkaufskorb, okay, da kannst du einen Spaß machen, aber doch nicht auf Ernst. Und dann sowas. Es widert mich einfach alles an. Fazit. Das ist alles so unglaublich frustrierend und enttäuschend. Oder weil er einfach nicht mit Betroffenen diskutieren will, weil er das halt hinnimmt als Ally und einfach sagt, ja okay, dann bin ich halt der Böse. Linkes Mackertum ist alive and well, auch hier auf Twitch. Also zumindest, ich weiß es ja nicht, aber das hat er ja gefordert. Er sagt ja, Gronkh hätte sowas einfach hinnehmen müssen. Wenn jemand sagt, Gronkh ist rechts, ja, das ist eine betroffene Person, dann nimm das gefälligst hin und wehr dich nicht. Hier wird sich beschwert, der Karl, der antwortet nicht. Ja, Karl wehrt sich nicht. Scheinbar. Kann mir das Thema egal sein, ey. Ganz schwierig, dass du kann mir das sonst bist du direkt hinweg. Traurig darüber, dass der Grabenkampf geendet hat. Ich hatte kurz bevor das passiert ist, angefangen, mich auch in der Planung einzubringen, Themen vorzuschlagen und über zukünftige Themen nachzudenken. Ich hatte Bock auf das Format. Und ehrlich gesagt habe ich das auch immer noch. Nur mit anderen Leuten. Ihr könnt so oft ihr wollt sagen, dass ihr Allies und Feministen seid. Auf Worte müssen auch Taten folgen. Ich hätte wie Joker sagt, Karl hat lieber jemanden am Rohr, den er so richtig schön beleidigen kann. Und Jill kann er nicht beleidigen. Er dürfte einfach nur zuhören und dürfte nicht antworten, weil er muss es ja hinnehmen. Das macht ja keinen Spaß. Dann kann er ja nicht sagen, was bist du für ein Arschloch? Es geht dann einfach nicht. Ich hasse es, mich mit Themen wirklich differenziert zu beschäftigen. Gar kein, also ich muss jetzt mal kurz meine Meinung, ne? Ich glaube, diesen Grabenkampf, das ist ein politischer Talk. Von mehr. Ja, schön, dass die Einordnung jetzt kommt. Ich glaube, der Grabenkampf ist ein politischer Talk. Den Leuten? Was hat denn der Kammer so Leckeres gekocht? Gar keinen Bock auf diesen Scheiß-Talk, ey. Junge, wenn man mich dort einladen würde, ich hätte keine Lust, mich dort stundenlang reinzuhocken und über irgendwelche Probleme zu reden. Karl, das tötet Leute! Das wusste ich nicht. So. Schaut mal, mein Amazon Affiliate Link, falls ihr mal irgendwas bestellen wollt. Nur falls ihr was bestellen wollt, wisst ihr Bescheid. Affiliate Link. Lasagne gibt's morgen hoffentlich auch, aber vegetarische Lasagne. Das wär's nicht. Ich hätte keine Lust drauf, ehrlich. Das ist mir jetzt zu viel Kopfschmerzerei. Ich hätte ja Bock, so lustige Sachen zu besprechen. Irgendwas, was ist dir passiert letztens? Was hast du so in deiner Jugend für Scheiße gemacht? So darauf macht doch viel mehr Spaß, als auf Ernst so
so diese Scheißthemen zu behandeln, was ja auch wichtig ist, aber es wäre einfach nicht meins, sag ich euch ehrlich. Wenn ihr aber Betroffenen nicht zuhört, sie nicht respektiert, ihnen ihre Expertise absprecht und euch lieber Cis-Männer sucht, um mit denen darüber zu reden, dann weiß ich. Karma, hoffentlich, wenn es morgen nicht wieder so heiß wird. Kannst du dir vorstellen, es ist so heiß, du stehst in der Küche und musst dann auch noch in der Hitze kochen? Oh. Ja, auch nicht mehr weiter. Das ist kein Allyship, das ist kein Feminismus. Ich halte euch auch nicht davon ab, euren kleinen Boys Club zu haben. Viel Die haben bestimmt nachgerechnet, wer wie viel Redezeit hatte, ja. Spaß damit. Aber wartet nicht weiter, dass wir euch legitimieren und unterschreiben, dass ihr tolle Feministen und Queer Allies seid. Hat irgendjemand von euch was ernsthaft Produktives zum Pride Month gemacht? Klaus, du schon? Ich glaube, das zählt dann für beide Gloopers. Ich finde es respektlos, Menschen in Watte zu packen. Das stimmt auch. Ich weiß es nicht sicher. Ich habe nicht jeden eurer Streams verfolgt, aber eine ernsthafte Beteiligung, die über einen Raid hinausgeht, hätte ich wahrscheinlich schon mitbekommen. Da fühle ich den Support einfach nicht so richtig. Generell, ihr habt einfach Probleme, Betroffenen zuzuhören. Schon bei Hogwarts... Man muss ja immer nur zuhören. Immer. Deswegen antwortet Karl nicht. Er hat zugehört. Zuhören heißt nicht antworten. Er hat einfach zugehört. Jetzt die Frage, was stellt man sich denn darunter vor, etwas dafür zu tun, sich da einzusetzen? Also ab wann ist es denn Support genug, um zu sagen, ey, du hast dich da ernsthaft für den Pride Month eingesetzt? Also einsetzen kann ja auch sein, Leute schreiben im Chat rein, ey, was ist hier Ends? Und dann sagst du, nee, es ist eine Sie, fertig, aus. Ja? Oder dass du halt für Toleranz in deinem Stream stehst und intolerantes Verhalten auch in sämtlichen Bereichen ganz klar aufklärst und zeigst, wie dumm das ist. Also es kann ja sämtliche Formen von Support in diese Richtung geben. Ab wann ist es denn richtiger Support? Als Legacy habt ihr über Spoiler gememt, ohne dass wir als Betroffene das Gleiche getan hätten. Weil wir wissen, dass das Konsequenzen hat. Oder wenn ihr... Genau, Karl. Das hat Konsequenzen, Karl. Karl, das tötet Leute. Das wusste ich nicht. Hier wäre es gut gewesen. Wenn man einfach Spiele spoilert, dann tötet das Leute. Ihr dauernd schreit, Männer sind Schmutz, dann wissen wir auch, dass das Konsequenzen hat. Nämlich, dass irgendwelche AntifeministInnen darauf zeigen können, wenn sie darlegen wollen, dass Feminismus nur Männerhass ist. Oder wenn ein Dara mit Sparrows... Und vielen Dank für den, Alter, ein Jahr Sub, vielen, vielen Dank, er ist sehr ehrenwert. ...redet und damit einen Präzedenzfall schafft, dass man mit solchen Leuten diskutieren kann, dann hat das auch Konsequenzen. Weil wir Betroffene, die uns darauf nie einlassen würden, dann als irrational dargestellt werden, wenn Milch. Wir... Dankeschön. Ihr groß und stark. Sind ja die Mods, denken einfach an mich. Oh, die Mods. Dankeschön. Nicht in solche Gespräche gehen. Das hat alles Konsequenzen. Aber halt nicht für euch, sondern für uns. Ihr tragt eure Kämpfe, nein, euren Content, auf dem Rücken von Betroffenen aus. Euch kann das egal sein. Uns nicht. Okay, wenn Karl jetzt aber beim Therapeuten sitzt, dann ist das auch nicht ganz so, ne? Also, da hat er schon was von. Was Negatives. Ja gut, das kann man an der Stelle, kann man so stehen lassen, ja. Ey, das klingt alles ziemlich negativ und pessimistisch. Weil also natürlich, ja. Aber man kann sich ja trotzdem dafür einsetzen, ja. Also, ist ja trotzdem was eher Positives zu sagen, ich setze mich dafür ein und sorgt da auch für Aufklärung vielleicht in der Thematik. Es ist jetzt an sich keine sehr verkehrte Sache. Fabienne, danke für den Preis. Was das ist. Weil es Enttäuschung nach Enttäuschung nach Enttäuschung ist. Weil Vertrauen missbraucht wird und Betroffene als Spielball für die eigene Reichweite verwendet werden. Aber ich bin eigentlich eine sehr optimistische Person. Und das will ich auch nicht aufgeben. Ich denke, eine gesunde Fehlerkultur ist wichtig. Menschen dürfen Fehler machen. Das ist ja auch Teil meiner Hauptkritik. Dass Fehler nicht aufgearbeitet werden und auf die Kritik von Betroffenen nicht gehört wird. Wenn das passieren würde, dass mit Fehlern ordentlich umgegangen wird, dann bräuchte es so ein Video nicht. Und ich wünschte, es bräuchte so ein Video nicht. Weil ich hätte lieber eine stabile linke Bubble auf Twitch, die sich gegenseitig supportet, auf Betroffene hört und keine Rechten plattformt. Wenn mir jemand Cloud-Chasing vorwirft, würde es mir... Ja, keine Rechten plattformt, aber das ist halt immer die Frage, wie geht man denn damit um? Oder wie man wieder mal als rechts bezeichnet. Oder wie kannst denn du Leute überzeugen von dem, wo du dahinter stehst? Es ist gut, die Person zu canceln, zu ignorieren. Vor allen Dingen, wir reden ja hier nicht von rechtsextremen, rechtsradikalen oder sonst irgendwen, sondern von Leuten, die einfach konservativ denken und
Ansichten haben, die jetzt, sage ich mal, also für mich jetzt auch nicht wirklich gut sind, ja, ist das gut, die komplett wegzucanceln und zu ignorieren, sich gar nicht auf Gespräche einzulassen, oder ist es besser, mit denen zu reden, dass die ein Verständnis dafür entwickeln, dass die vielleicht auch in ein, zwei Punkten nicht richtig liegen? Also ich würde bei einem Skurrus, ich finde auch einige seiner Aussagen, ich finde da eher in Orange Orange, finde ich da ein bisschen schlimmer als in Skurrus, muss ich an der Stelle sagen, oder in G-Tasty, der letztes Jahr den Vogel da komplett abgeschossen hat. Aber gut, der äußert sich da gar nicht mehr, ist auch okay. Auch in Orange hat sich jetzt eigentlich komplett zurückgezogen, soweit ich das weiß. Aber ich weiß nicht, das ist halt an die Frage, wie sehr stehen die Aussichten, dass sich das dann vielleicht bessert durch ein Gespräch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man mit einem Skurrus theoretisch schon reden kann. Ja. Und es hat es ja auch gezeigt, dass man schon mit dem reden kann. Ob das jetzt viel bringt, keine Ahnung, weiß ich. Leon, nicht so blumige Sprache. Nicht, aber ich nenne es blumig, ansonsten werde ich von Samara auch gelöscht. Ja, muss jeder am Ende des Tages für sich selbst entscheiden. Sie ist ja betroffen, dementsprechend hat sie da nochmal ihren eigenen Standpunkt. Ich als Außenstehender kann jetzt nicht so gut mitreden wie sie, aber ich würde sagen, man kann schon mit dem reden. Mir um Cloud. Ich würde jetzt nicht sagen, den musst du wegignorieren, weil der so schlimm ist. Okay. Also er ist in einigen Punkten oder in einigen Tweets, was auch hier vorhin angezeigt wurde, hat er gerade im Pride Month sehr stark provoziert, was ich nicht gut fand. Hätte ich einfach die Fresse gehalten bei dem Sexwork-Thema. Denn langfristig in einem Podcast mit Karl und den anderen zu sein, hilft erheblich mehr als einmal Drama, bei dem ich kurz beteiligt war und dann 3 Monate später ein Video. Denn das Problem ist einfach, dass sie nicht wie Kurt Show einfach jeden Tag 10 Stunden Videomaterial raushaut darüber. Das ist das Problem. Hätte sie jetzt einfach schweigen sollen und Karl immer recht geben? Nee, natürlich nicht. Was ist denn das? Das ist nicht gut. Man muss sich natürlich frei austauschen. Natürlich hatte sie das Recht, ihre Meinung zu sagen. Und Karl hätte nicht so reagieren dürfen darauf. Und direkt mit Ghosting und sofort wird der Grabenkampf aufgebrochen und so. Das ist nicht in Ordnung, sein Verhalten. Ich meine, wir finden alle sein Verhalten nicht in Ordnung. Aus verschiedensten Gründen. Aus verschiedenen Videos haben wir es gesehen. Und Clownsnase, Digga. Sie hätte dann einfach danach sofort ganz viele Videos machen müssen. Wie böse Karl ist. Und dann hätte man auch darauf reagiert. Und dann hätte das mehr Aufsehen erregt. Also es war ein wunderbares Sprungbrett. Einfach mal dreist sein und dem Karl richtig auf die Nerven gehen. Jemand sagen will, ich soll einfach dankbar sein dafür, dass Karl mir überhaupt diese Plattform gegeben hat oder durch den Push dafür gesorgt hat, dass ich Twitch-Partnerin wurde. Vergangenheitsjill hat das ganz gut gesagt, bevor sie Karl kannte. Ich möchte noch ganz kurz was sehr Kontroverses sagen. Ich finde es natürlich schön, diese Plattform zu haben, aber ich finde es wichtig, dass man das nicht als so eine, also danke dafür. Ich finde es wichtig, dass man das nicht als so eine selbstlose Geste sieht, im Sinne von, wir sind jetzt irgendwie Leuten, die uns eine Plattform geben, für immer was schuldig so. Also ich finde, das ist wichtig, das zu sagen, weil das ist gut, wenn man das macht. Aber es ist jetzt nicht irgendwie Charity, die ausgehändigt wird. Und das finde ich nur wichtig zu erwähnen, weil ich finde, oft wirkt es so, diese Person hat mal ihren Streamkey geöffnet, ist sie nicht dadurch die beste Person ever. Ich bin nicht dankbar dafür, dass mir jemand eine Plattform gibt. Ich finde, es sollte als Linker selbstverständlich sein, dass man Betroffene plattformt. Und damit an die linke Bubble, rafft euch. Aber diesmal wirklich. Ja. Hey, man kann auch dankbar sein dafür. Das fühl ich jetzt, hä? Okay. Je nachdem irgendwie, oder? Wie das ausgeht. Ich meine, wenn die jetzt noch sich verstehen würden, dann auf jeden Fall auch dankbar dafür sein, dass man geholfen hat. Ich meine, das gehört nun mal dazu. Einfach. Du kannst doch nicht anfangen, das als selbstverständlich zu sehen, dass dir geholfen wird. Also. Oder wenn man sich zerstritten hat, ist natürlich die Sache wieder anders. Dann ist man nicht unbedingt, also dann kann ich verstehen, dass man sagt dann einfach nicht mehr, nö. Hat den gesamten Grabenkampf sich selbst überlassen. Hätte ihn einfach mitgenommen. Er kann halt nicht mit Kritik. Und bestimmten Personen gegenüber darf er halt nicht sagen. Was bist du für ein Arschloch? Es geht einfach nicht. Was soll er sonst machen, außer weglaufen? Er hat die 2 Möglichkeiten. Arschloch sagen oder weglaufen. Und in dem Fall konnte er nur noch weglaufen. Betroffene sind nicht gleich Experten.
Ja, das nicht. Das nicht. Aber Dekadent würde niemals zurückfeuern bei einem Betroffenen. Hat er selbst gesagt. Also weglaufen. Er wurde nur für Kritik von rechts geboren, genau. Ich bin geboren von Rechten, gedoxt zu werden. Der darf er nämlich zurückhauen. Vielleicht hat er ein Aggressionsproblem und braucht dringend Haue. Ja. Also ich finde dieses, das ist selbstverständlich, eine Plattform zu geben. Ich weiß nicht. Das so als selbstverständlich hinzunehmen und das einfach so mitzunehmen, zu sagen, du musst jetzt aber, es geht nicht. Wenn die jetzt noch Freunde wären, ne, dann würde ich es anders sehen. In der Konstellation würde ich aber auch jetzt zustimmen, dass sie dann nicht unbedingt vor Dankbarkeit triefen muss. Das kann ich vollkommen verstehen. Da sage ich nichts gegen. Aber generell da, nö.